Heute streifen wir nur kurz das langweilig gewordene Corona-Thema. Aber das Wichtige ist der große Kampf der Giganten sozusagen. Noch einmal die Meinungsgegenüberstellung von Professor Rainer Mausfeld mit seiner neuesten Sendung und die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie, mit ihrer neuesten Sendung gegen Dr. Markus Kralls Bürgerliche Revolution und Atlas-Initiative, also gegen den Vordenker des Neoliberalismus in Deutschland, ja? Also ganz kurz zu Corona. Die Mehrheit aller Sender, kann man sagen, Internetfernsehsender neigt dazu zu sagen, wie wir es schon vor langer Zeit naturwissenschaftlich begründet haben, dass wahrscheinlich die Maßnahmen vom ersten Tag an völlig unnötig waren, extrem schädlich sind für alle, eigene Todesfälle produzieren und völlig überflüssig sind und sofort beendet werden könnten, wahrscheinlich aus naturwissenschaftlicher Sicht. Aber Dr. Wolfgang Wodak fasst es noch einmal zusammen in der neuesten Sendung, weil wir den Fachidees glauben. Und Sie können sich denken, was er wirklich gesagt hat. Statt Idees hat er wahrscheinlich was anderes gesagt. Na, können Sie sich doch denken. Ich will es nur nicht wiederholen, was er gesagt hat. Also, weil wir den Fachidees glauben. Ja? Das heißt also, das geht aber nicht tief genug. Das Entscheidende ist, dass wir eigentlich nicht Wissenschaftlern glauben. Also ganz kurz nochmal gesagt, ganz schnell, ich mache alles nur noch ganz schnell, ich verweise auf über 420 Internetsendungen und 4 Homepages zu finden über die nextscientistforfuture.de. Also ganz kurz, Früharzt lebt in Wahrheit, sagt, ihr müsst reine, naturbelassene Nahrung essen, süße, reife Früchte, Wildkräuter, Pilze, Nüsse und so weiter. Dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht mich nicht. Guter Früharzt. Freier Markt wird erfunden von Dr. Markus Krall, also den er ideologisch vertritt, so muss man es rum sagen, aber der freie Markt des Dr. Markus Krall, das ist damit gemeint, wird erfunden. Dann der erste Früharzt, der sich irrt. Ach nee, ihr könnt ruhig all den neumodischen Müll, diese andere Nahrung unserer späteren Lebensnahrungsindustrie ruhig essen. Das hat nichts mit euren Krankheiten zu tun. Und dadurch hält er die Leute in der Krankheit fest und die entwickeln ständig neue Symptome. Dieser Früharzt verdient viel, kann mehr Kinder letztendlich ernähren und kann eine ganze Großfamilie der Medizinprofessoren begründen. Jetzt, was war bitte an diesem Geschäft, das vergleichbar ist mit einer Fastfood-Kette, die jetzt auch anfängt? Wenn die Fastfood-Kette jetzt irgendwie es schaffen würde, mit viel Geld an die Uni zu kommen und dort anfangen zu lehren, was gesunde Ernährung ist, würden wir das dann als Wissenschaft betrachten? Oder als Pseudowissenschaft? Also ich würde es als Pseudowissenschaft betrachten. Und hier geht jetzt quasi ein Geschäftszweig, der Früharzt, ein Geschäftszweig, kommt an die Uni und wir betrachten ihn plötzlich als Wissenschaftler, und Wodak adelt die quasi noch, indem er sagt, das sind Fachidees. Das sind sie noch nicht mal. Sie sind ja gar keine Wissenschaftler. Weil wir den Pseudowissenschaftlern glauben, einem Geschäftszweig, der mit dem, was er uns sagt, über seine eigenen Einnahmen bestimmt. Ja, und das heißt, die freie Marktwirtschaft ist, der Markt generell, ist ein Multiplikator von gewinnbringenden Irrtümern, und das ist er immer. Deswegen müssen wir die Sache beenden. Jede Form der Marktwirtschaft muss sofort beendet werden. Schluck Wasser, sorry.
ganz kurz dann nur KenFM sozusagen, der Sender hat einen offenen Brief an die Ärzteschaft veröffentlicht, der den gleichen Tenor hat, ja, das ist, und dann wurde eine Sendung gebracht mit einem Dr. Götz Pilop, P-I-L-O-P-P, Dr. Götz Pilop, und der sagt, er war unter anderem auch Notarzt und 2018, also das war ein schlimmes Grippejahr, war es viel schwieriger als Notarzt ein Bett für einen Intensivpatienten sozusagen zu finden als heute. Aber jetzt können natürlich die Gegner wieder sagen, nein, das liegt ja da, weil wir so tolle Maßnahmen diesmal haben. Deswegen stehen alle Kranken- und Intensivbetten halt leer, weil wir so viel Sicherheitsraum reingespielt haben. Aber wie gesagt, das sind alles, ich bin gespannt auf die nächsten Euro-Momo-Zahlen und wenn dann bei Schweden die Kurve radikal nach unten geht, dann ist das eigentlich, es sei denn, die Daten von Euromomo sind gefälscht, wäre das ein definitiver Beweis dafür, dass man niemals auch nur einen Millimeter mehr hätte tun müssen als Schweden. Und vielleicht hätte man sogar sich die schwedischen Maßnahmen auch noch sparen können. Dann hätte man einen ganz normalen Grippewinter gehabt mit dem einzigen Unterschied, dass das Coronavirus sich scheinbar etwas, ja, ich zeige es nochmal ganz kurz bei Euromomo, offensichtlich, während hier die Grippewellen etwas breit verlaufen, also sich über einen bestimmten Zeitraum strecken, hat offensichtlich das Coronavirus den Effekt sehr schnell, sehr viele Menschen, also sehr schnell, es scheint sehr leicht übertragbar zu sein, sehr schnell hochzuschießen und dann ganz schnell wieder runter. Das hier hochschießen, runter. Ja, also eher so eine Art Spitzberg. Spitzbergen statt Breitbergen. Ja, hier haben wir bei den anderen Wintersterblichkeiten haben wir die breitbergige Sterblichkeit. Und bei Corona haben wir überall die spitzbergische Situation. Und man sieht, dass die Schweden ja jetzt quasi einen Spitzberg hinter sich haben, ohne jegliche Probleme. Ja? Also das heißt, also man könnte das Argument, dass dadurch so schnell so viele Leute und so weiter und so krank sind, das hat sich ja in Schweden nicht bestätigt. Ja? Und die Schweden sind nun mal genetisch fast identisch mit uns. Also da ist kein Unterschied und die haben auch das, sind auch konfrontiert mit dem gleichen Virus. Also wie gesagt, das bedeutet also, wie gesagt, die Summe aller Internet-Fernsehsender, die große Mehrheit sagt, war alles unnötig, ist alles nur ein riesiger Schaden, wie Wodak sagt, weil wir den Fach-IDs glauben. Ich würde eher sagen, weil wir den Pseudowissenschaftlern glauben. Wir glauben quasi, das ist genauso wie wenn wir über Lebensmittelvergiftung unterhalten, uns den Rat einer Fastfood, der größten Fastfood-Kette der Welt holen und ihn als die Spezialisten für das Thema gesunde Ernährung betrachten. Ja, das ist unsere Expertenhörigkeit, ist, wie ich eben bewiesen habe, in der freien sozialen Marktwirtschaft, im Markt, generell Markt, ungelenkter Markt generell, produziert Irrtümer und unsere vermeintlichen Experten sind Irrtumslieferanten. Und damit ist aber jetzt auch endlich Schluss jetzt mit diesem langweiligen Thema, ja. Fangen wir an, Professor Mausfeld, lassen wir ihm erstmal Schützenhilfe geben durch die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie, ja. Die Gemeinwohlökonomie, die neueste Sendung. Die haben eben auch, wie Professor Mausfeld, ein völlig falsches Menschenbild. Die hassen die Begriffe Leistung, Wettbewerb, Konkurrenz ist das Teufelswort und so weiter. Und damit haben sie ein falsches Menschenbild. Auch die Bonobos, Panpaniskus Bonobo, bringen jeden Tag Leistung. Die stehen auch in Wettbewerb.
auch innerhalb der hochkooperativen Lebensweise. Ja, die Bonobos zeigen uns, wie wir wahrscheinlich haben wir noch viel kooperativer vor 400.000 Jahren gelebt als die Bonobos, noch viel sozialer. Und wie stehen die in Wettbewerb? Jeder Mann der Kommune, die leben in Kommunen, ja, Kommunismus, das ist unsere Urlebensform, ist der Urkommunismus, der Ursozialismus, das Urmatriarchat und und in dieser Situation stehen die Männer im Wettbewerb, gelingt es mir, mich an einen Fruchtbaum zu erinnern, der gleich reif wird oder jetzt schon gerade reif geworden ist, an den ich meine geliebte Kommune mit ihren Frauen und Kindern führen kann und wo sie hinterher sagen, über mich denken, oh, dieser Depp hat uns in die Irre geführt, die Früchte sind ja noch alle unreif oder sind ja schon verdorben, sondern gelingt mir das? Und diesen Wettbewerb, unter diesem Wettbewerbsdruck steht jeder Bonobo-Mann jeden Tag. Und das macht ihm Spaß, weil das ist so ein freudvoller, leistungsvoller Wettbewerb. Er sichtet sozusagen und bildet eine Cognitive Map, nennt man das, eine Landkarte im Gehirn ab, über alle Fruchtbäume und Nahrungspflanzen der Region. Speichert das in seinem Gehirn ab, er hat ja nichts zu schreiben als Bonobo, und speichert das in seinem Gehirn ab, das kann ihm deswegen auch keiner stehlen, also das gibt auch damit keine Möglichkeit für Betrug in diesem System, in diesem Leistungsmessungssystem und Wettbewerbssystem der Bonobos, ja, und die Bonobos, die menschenähnlichsten Lebewesen der Erde, nochmal kurz gesagt. Und diese Bonobos sozusagen stehen in einem spielerischen Wettbewerb darum, welchem Mann gelingt es in der Gruppe, die ganze Kommune zu führen, nicht in die Irre, sondern zu einem herrlich reifen Fruchtbaum. Und dann schlägt so dieser Bonobo-Mann, der sich da sicher ist, schlägt mit einem großen Ast so mit auf den Boden. Das ist das Signal zum Aufbruch. Bitte folgt mir. Ich weiß, dass ich kann, dass ich bringe diese Leistung. Ich bringe diese Leistung, euch Futter zu bringen. Und die Lämmer, die schweigenden Lämmer, das Professor Mausfeld tun bei den Bonobos, sind völlig rational, indem sie sagen, wir sind nicht kompetent genug, das zu beurteilen. Wir laufen einfach mit, weil wir darauf angewiesen sind, dass wir einen solchen guten Bonobo-Führer haben, nämlich einen Vorfahren quasi, also wenn man das jetzt auf den späten Homo erectus überträgt, wäre das der Vorfahre unseres heutigen Milliardärskönigs. Ja? Also das heißt, unsere Milliardärskönige sind die Nachfahren der damaligen bei Homo erectus sich ähnlich verhaltenden wie bei den Bonobos, nämlich dass die klügsten und leistungsfähigsten Männer der Gruppe die Gruppe zur Nahrung führen, sozusagen, gute Führer. Und für die Lämmer ist es rational, diesen guten und vertrauenswürdigen Autoritäten, diesen guten Führern, zu folgen. Ja, das erklärt auch, warum heute die Menschen alle mitlaufen und wenn jetzt im Moment, der Problem ist nur, dass sie halt nicht durchschauen können, dass wir ja sozusagen den Wodakschen Fachidis glauben, ja, also von schlechten Führern, also geführt werden, sozusagen in die Irre geführt werden. Das können aber ja die Lämmer nicht beurteilen. Deswegen, das ist nun mal so, die schweigenden Lämmer laufen einfach mit sind von den Fachidis noch überzeugter, den Wodakschen noch überzeugter als die Politiker selber. Und deswegen sieht jetzt jeder Politiker, also die meisten Wählerstimmen kriege ich, wenn ich knallhart 1:1 alles übernehme, was von den
von der Pseudowissenschaft kommt und dann werde ich Kanzler, ne? So ungefähr. Ne? Ja, also, und jetzt ist dann der Wettbewerb, läuft bei den Bonobos so, dass die Bonobo-Frauen, wie wir Menschenfrauen, sozusagen, wie die Menschenfrauen, Mechanismen im Unterleib haben, Orgasmus-Ansaugreflex und so weiter. Dann die Männer untereinander haben die Spermakonkurrenztechniken sozusagen im Körper eingebaut und die großen Geschlechtsorgane, mit denen sie konkurrenzmäßig erstmal ihre Spermienarmeen nach vorne bringen können. So, und jetzt haben dann nach dem guten Mahl und nachdem sie das halbwegs verdaut haben, vielleicht am nächsten Morgen, haben dann alle wieder Sex miteinander bei den Bonobos und dann ist die Wahrscheinlichkeit, erstens die Intensität des Sexes mit demjenigen, der diesen Fruchtbaum gestern geschenkt hat sozusagen, mit diesem wird der Sex besser sein, ja, viel besser sein, intensiver sein, das wird ihm mehr Spaß machen als Belohnung für sein Geschenk. Und als Belohnung funktionieren der Unterleib sozusagen der Frauen so, dass dieser Mann dann auch eine höhere Vaterschaftswahrscheinlichkeit hat. Also die Frauen gewähren seinen Samenzellen etwas größere Chancen beim Zugang zu ihren Eizellen als bei anderen Männern. Ne? Und das ist Wettbewerb, liebe GWÜ, das ist Wettbewerb, das ist Leistungsgesellschaft. Das ist, ja, also immer wieder dieses Wehren dagegen, dass nun mal wir alle aus DNS bestehen. Ja, und DNS, das Genom, ist ein Ungleichheitsgenerator. Ein Ungleichheitsgenerator, ja. Also und ohne Leistung und Wettbewerb, wenn man so eine Gesellschaft aufbauen will wie die GWÜ, ohne jegliche Leistung, ohne Wettbewerb, ohne Konkurrenz, dann gute Nacht, dann ist Europa volkswirtschaftlich ruiniert. Die GWÜ will also Europa zerstören. Nicht absichtlich, sondern wer sich irrt, wird zum Zerstörer. Na, das irren Menschen, die sich irren, zerstören. Ja? Ja, der Mensch ist nämlich ein soziales Wesen mit gesundem Egoismus. Das geht leider nicht anders. Solange irgendetwas aus DNS besteht, ist der Egoismus einprogrammiert. Ja? Das ist eben halt das falsche Menschenbild der Linksextremen. Sie wollen letztendlich wieder den vergammelten Stalinismus, in dem niemand Leistung bringen muss, niemand Leistung gemessen wird, es keinen fairen leistungssportlichen Wettbewerb gibt, keine Leistungsranglisten gibt und nichts, die wollen gar nichts davon. Und was haben wir am Ende? Einen vergammelten Stalinismus, wo wieder alles runtergewirtschaftet wird. Also GWÖ nochmal, also die Gemeinwohlökonomie, höchste Warnung. Was die so alles im Kopf haben, führt zur Totalzerstörung Europas. Höchste Warnstufe. Ja? Der Mitbestimmungszwang, nur wenn sie mit den Next Scientists for Future.de kooperieren würden und dann eben begreifen würden, dass wir die Wohlfühlstimme brauchen und dass wir dieses ganze schwammige Konzept der GWÜ und dass sie auch ihre Ideologie im Hintergrund so raushalten müssen aus dem Konzept einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft, ja, dann kann es was werden. Ne? Dann kann es was werden. Ne? Ja, zum Beispiel, ich mache nur ein Beispiel wieder, was Sie wieder erwähnt haben, den Mitbestimmungszwang. Schluck Wasser, sorry. Der Mitbestimmungszwang zerstört selbstverständlich die Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Also die haben nicht begriffen. Mitbestimmung bedeutet Stalinismus. Wir haben im Osten oder im Stalinismus, im Maoismus, überall
haben sozusagen Gruppen von Unfähigen Betriebe geführt und das war klar, dass die dann nicht mithalten konnten. Ja? Also Professor Mausfeld auch, da kommen wir gleich dazu. Das ist sowieso die Frage, wie der überhaupt durch die Psychologieprüfung gekommen wäre. Also bei meinem Prüfer wäre ich durchgefallen, wenn ich sowas Falsches behauptet hätte, nämlich das, was Mausfeld nämlich rüberbringt, was bei ihm mitschwingt, ist nämlich die Kernaussage aller Linken sozusagen, alle Menschen sind Genies. Wir sind nicht aus DNS gebaut, sondern wir sind alle Genies. Wir brauchen alle nur gute Bildung, dann sind wir alle Genies, sind wir alle hier angesiedelt in der Normalverteilung, haben wir alle ein IQ am Ende von 150, ja, und wir sind alle Genies. Und wenn alle Genies ist, dann kann ich natürlich auch wie die GWÖ die Mitbestimmung wollen. In Wirklichkeit, da wir aber nicht Genies sind, sondern Intelligenz zwischen mindestens 50-80% der Varianz bei der Intelligenz genetisch bedingt ist, und zwar rein DNS bedingt ist, sozusagen, haben wir dann die Tatsache, dass wenn Mitbestimmung stattfindet, dann lenken die Dummen in der Gruppe das Unternehmen. Und wenn die Dummen in der Gruppe das Unternehmen lenken, anstatt nur Verbesserungsvorschläge zu machen, Vorschlagswesen ist gut, aber wenn die jetzt als Mitbestimmung das Unternehmen lenken, dann konkurrieren die Dummen als Unternehmenslenker mit in weltweiten anderen Unternehmen, die von Genies gelenkt werden. Und da können wir uns ausrechnen, wie schnell diese Unternehmen nicht mehr konkurrenzfähig sind. Ja? Das ist also einfach Irrweg. Ja? Also Mitbestimmungszwang zerstört die weltweite Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Jedes Unternehmens. Die Gleichbezahlung von Frauen und Männern, bei der GWÖ wird das ja quasi, bei deren Gemeinwohlbilanz wird das ja dann staatlich, soll das ja dann staatlich erzwungen werden. Ja, und was machen dann die Unternehmen? Was müssen sie machen, um im Wettbewerb zu überleben? Na, was bleibt ihnen als einziges übrig, um im Wettbewerb zu überleben? Sie müssen die Frauen, bei denen noch die Gefahr besteht, wahrscheinlich ist es ja schon mal so, dass dann auch vorgeschrieben wird, dass gleich viel Männer und Frauen im Unternehmen arbeiten müssen, ja, unabhängig von der Leistungsfähigkeit und der Qualifikation und so weiter, ja. Und wenn das zum Zwang wird, das schwächt ja schon mal die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, ja. Und dann wird man natürlich als Unternehmer, wird man gezwungenermaßen, man wird gar nicht anders können, als alle noch irgendwie gebärgefährdeten Frauen rauszudrängen und loszuwerden. Das heißt, wir werden noch weniger Kinder von leistungsfähigen Frauen haben und werden damit unsere Volkswirtschaft total zerstören. Wir werden dafür sorgen, dass also sozusagen der Intelligenzdurchschnitt in Deutschland noch weiter nach links abrutscht und wir alle noch dümmer werden. Und dann haben wir Deutschland und Europa ruiniert. Ja? In Wirklichkeit muss es ja so sein, ganz kurz angedeutet, ich verweise auf die Materialien der Next Scientist for Future.de, auf alle Sendungen, auf alle vier Homepages. Es muss natürlich so sein, dass hier jede Frau ab der Sekunde, wo sie das Baby da ist, steuerfrei gestellt wird, zwischen 20% und 100% Steuerfreiheit, vielleicht sogar 100% Steuerfreiheit. Und dann eine Kindersekretärin im Unternehmen bekommt, einen staatlich finanziert einen Betriebskindergarten gemacht wird und staatlich finanziert Zuschüsse an den Unternehmer gehen, damit er die kleinen Einbußen, die er dann trotz allem doch noch hat, ausgeglichen hat, sodass er sich in Zukunft freut, gebärfähige Frauen in seinem und gebärwillige Frauen in sein Unternehmen hineinzulassen, weil er keinerlei
Marktwirtschaft, keinerlei Marktnachteile dafür hat auf dem Weltmarkt. Nur so geht das natürlich. Ne? So, vielleicht nochmal ein kurzer Zwischenimpuls, vorhin vergessen bei Corona. Ne? Also ohne Impfung wird uns der Karl Lauterbach von der SPD, werden wir nicht locker gelassen. Ne? Also ohne Impfung läuft da nichts. Ne? Das Impfgeschäft muss ja noch sein. Unsere Pharmakonzerne und auch die Medizinindustrie hat noch nicht so gut verdient. Sie kriegen zwar viel Geld für die freigehaltenen Betten, aber das war noch nicht der große Schluck aus der Pulle. Da muss noch mehr kommen. Ne? Also Prost. Ja, wenn wir schon beim Zwischendurch sind, auch nochmal das Flüchtlingsthema zwischendurch. Das geht in die gleiche Richtung wie die GWÜ. Beim Flüchtlingsthema sind wir auch Europa-Zerstörer. Also, erster Satz, natürlich wollen wir Multikulti als Naturwissenschaftler, denn wir brauchen die frischen Gene aus aller Welt, aber bitte im Hochleistungsbereich. Hochqualifizierte Menschen aller Welt, kommt gerne zu uns, bringt uns euer Können und Wissen und macht Europa zur stärksten, zum wirtschaftlich stärksten in der Welt sozusagen wieder. Probleme machen halt nur Multikulti im niedrig qualifizierten Bereich. Alle Probleme kommen nur daher. Bei den Flüchtlingen, wenn man bei den allen einen Intelligenztest machen würde und die alle deutlich überdurchschnittlich intelligent sind, dann herzlich willkommen. Wenn es sich aber um Intelligenzquotienten in diesem Bereich handelt, dann ist der Schaden riesig. Die Alternative ist, dass wir sozusagen unsere gesamten Regeln ändern und sagen, wegen der besonderen geschichtlichen Schuld Deutschlands mit dem Hitlerismus machen wir in der Nachbarschaft jedes Krisengebietes Asylanlagen auf, die den höchsten Standard haben von allen weltweit. Und dort werden die Flüchtlinge alle untergebracht. Und damit ist das Problem gelöst. Man muss nur aufpassen, dass diese Asylanlagen natürlich nicht zu so einem Paradies werden, dass die ganze Welt ihr Leben, die ganze arme Welt ihr Leben in diese Flüchtlingsanlagen, Asylanlagen verlagert, weil man dort besser leben kann als in ihrer Heimat. Das muss schon dem Level ihrer Heimat angemessen sein, sodass also jemand wirklich nur aus Not in die Flüchtlingsanlage geht, in die Asylanlage geht und nicht, weil er sich durchfüttern lassen will von deutschem Geld, ne? Oder europäischem Geld. Das geht natürlich nicht. Ne? So, und jetzt ein Schluck Wasser. Professor Rainer Mausfeld kommt jetzt noch ins mit seinem Großangriff gegen den Neoliberalismus des Dr. Markus Krall. Also erst einmal offenbart natürlich Professor Rainer Mausfeld seinen riesigen Mangel an Wissen. Das ist halt das Dilemma. Was erzeugt eigentlich Irrtümer bei Wissenschaftlern? Ja? Dass sie sozusagen irgendwann denken, ja, jetzt habe ich mein Fach studiert, jetzt habe ich genug getan. Ja? Und davon unterscheiden sich halt die echten Genies sozusagen, indem sie sagen, nö, ich merke, ich weiß noch gar nichts. Ich muss ja eigentlich alle Wissenschaften studieren, um mir ein gesamtes realistisches Bild der Welt zu machen. Und dadurch, diese Fach-IDs haben dann eben immer einen riesigen Wissensmangel, weil sie alles andere nicht kennen, was es gibt. Ne? Und ja, ich muss gerade mal schauen.
Ja, also, und deswegen ist dann Irrtümer bedeutet, dass man zum Ideologen wird. Wenn man sich irrt, wird man zum Ideologen. Und das sind dann halt gefährliche Ideologien sozusagen, ja, gefährliche Massenverführer, ne? Und das macht das Ganze so gefährlich. Ja, und dann Intelligenz ist wie so ein, große Intelligenz ist wie so ein Suchscheinwerfer. Ne? Man sucht und sucht, die Menschen mit niedriger Intelligenz suchen in ihrem Fach, in ihrer Wissenschaftsdisziplin und lassen es dann dabei. Und suchen quasi so wie jemand, der einen Schlüssel sucht, der sagt, ja, ich habe zwar den Schlüssel da drüben verloren, aber ich suche ihn hier, weil hier ist der Suchscheinwerfer und da sehe ich was. Das ist dann der falsche Weg. Ne? Mausfeld stellt die Frage, ob der Mensch überhaupt zu friedlichem Zusammenleben irgendwie geeignet ist. Und er fragt so letztendlich, stellt mit seinem neuesten Sendung die Frage, wie der Mensch halt, wie der Mensch ist, Fragezeichen, ne? Ja, und Mausfeld war eben entweder zu faul oder nicht intelligent genug, zu erkennen, dass man alle Wissenschaften beachten muss. Dann wird nämlich klar, wie der Mensch ist, ja? Ich habe es ja eben schon geschildert. Der Mensch ist ein Bonobo-ähnliches Kommunentier mit der Fähigkeit, mit einem Leistungswettbewerb der Männer untereinander um die sozusagen um den Zugang zu den Eizellen der Frauen. Und dafür schenken sie alles den Frauen und Kindern ihrer geliebten Kommune. Und wenn Sie Nachbarkommunen besuchen, bei Bonobos, ist das keine kriegerische Handlung, sondern absolut pazifistisch. Denn dort wohnen die eigenen Töchter und Enkelkinder und Urenkelkinder und so weiter. Und man hilft sich eher gegenseitig, wofür es ja auch neue Berichte gab. Man leiht sich mal was gegenseitig, wenn mal wirklich irgendwo Not am Mann wäre. Ja? Und ansonsten sind das liebevolle Beziehungen und diese Nachbarkommune besucht dann wieder deren Nachbarkommune, so überspannt ein Netz der Liebe, der Kooperation, der Hochsozialität die ganze damals bevölkerte Erde sozusagen, den damals bevölkerten Erdteil. Ja, das spielte sich ja alles, auch bei den Bonobos, das spielt sich ja alles heute bei den Bonobos in Afrika ab und bei uns spielte sich alles früher in Afrika ab. Ne? Also verlassen von Afrika, von Homo sapiens, ja, so um die vor 100.000 Jahren vielleicht. Ne? Wobei Mausfeld da sogar auch das Kriegerische ansetzt, schon vor 100.000 Jahren. Mal gucken, wäre interessant, welche Daten er hat. Ich kenne so Daten, dass das Kriegerische erst so richtig mit vor 15.000 Jahren vielleicht begann oder manche sagen vor 5.000. Aber 100.000 spielt auch keine Rolle, denn da, wenn der freie Markt schon vor 400.000 bis vor 140.000 Jahren der Markt erfunden wurde, dann spielt das alles keine Rolle, denn es reichen auch 40.000 Jahre, um dann den ersten Krieg durch den Markt vom Zaume zu sprechen. Ganz kurz, wie geht das nochmal? Ich verweise auf alle anderen Materialien. Ganz kurz hier, der hier. Der Händler, Frühhändler erzählt, ach, da hat eine Gruppe die andere abends besucht und das war ein rauschendes Fest der Liebe. Ja, so. Und dieser versteht die Übersetzungsfehler, dieser Frühhändler irrt sich. Erzählt, ach, da hat eine Kommune die andere nachts heimgesucht und es war ein Blutrausch. Alle warteten in Blut sozusagen, ein Blutrausch. Ne? Nicht ein rauschendes Fest der Liebe, sondern ein Blutrausch. Und er glaubt seinen Irrtum, ja, er macht das nicht böswillig, aber plötzlich kaufen die Leute ihm alle seine Steinäxte ab und er merkt, ich muss diese Geschichte nur immer weiter erzählen, dann kriege ich immer, warum soll ich das ändern? Ich erzähle diese Geschichte, diese Irrtumsgeschichte immer weiter und dann kauft man mir, dann kann ich eine Waffen.
Händlerdynastie begründen, sozusagen. Ja? Und so kommt dann der Krieg in die Welt, weil diese Geschichte die Leute natürlich dazu bringt, erstmals darüber nachzudenken, wieder vielleicht doch die Nachbarkommunen zu töten, bevor sie einen selber töten können. Ja, und damit ist der Krieg in der Welt. Ne? Also der Krieg kommt durch den Markt. Markt, also Dr. Markus Krall, schönen Gruß, Markt erzeugt Krieg. Ja? Auf dem Hintergrund einer pazifistischen Lebensform. Das natürlich in der Evolution noch vor 10 Millionen Jahren, auch vielleicht sogar noch vor 6 Millionen, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Millionen Jahren, natürlich Gewalt unter den Vorfahren der Menschen noch eine Rolle spielte. Das ist ganz klar, denn je weiter wir in der Evolution zurückgehen, je kleiner die Gehirne, je primitiver die Organismen, desto mehr Gewalt. Aber nicht bei Hochentwickelten. Je größer das Gehirn wird, desto mehr kommt Kooperation, Pazifismus, Sozialität, Kommunismus, Sozialismus, Urmatriarchat und so weiter. Sind eben pazifistische Geschehen dann. Ne? Ja, dann, er spricht, Mausfeld spricht von Machttrieb. Was ist das für ein Begriff? Ja? Machttrieb, das ist schon Unsinn. Nein, wir müssen von Machtsucht sprechen und das ist ein riesiger Unterschied. Ja? Es gibt eben keinen Machttrieb, ja? Denn was macht der Bonobo, was macht der Vorfahre unseres geliebten Milliardärskönigs? Er hat überhaupt kein Interesse an Macht. Er will glücklich sein, wie jeder Bonobo, wie jeder Homo erectus vor 400.000 Jahren. Und er geht hin und durchläuft sein Gebiet und sucht alles, was essbar ist und merkt sich das in seinem Gehirn, bringt Leistung, ja, und bringt diese Leistung und schenkt alles, was er da an Nahrung findet, schenkt er den geliebten Frauen und Kindern und auch den anderen Männern seiner geliebten Kommune, ja. Und er schenkt, er ist ein Schenker, er hat keinen Machttrieb, sondern er schenkt. Warum schenkt er? Weil er weiß, dass er belohnt wird durch ganz tollen Sex mit den hübschesten Frauen der Kommune, ja. Und genetisch funktioniert das Ganze, dieser ganze Wettbewerb so, dass eben der Unterleib der Frauen und die Vitalität seiner eigenen Spermienarmeen zusammengegeben eine größere Vaterschaftswahrscheinlichkeit geben, sodass dann auch viele der Kinder seine eigenen Kinder in der Kommune werden, spätestens nachdem er mehrfach gute Geschenke gemacht hat, ja. Und alle Männer stehen in diesem Wettbewerb, wer schenkt besser als der andere, ja. Und diese faire Leistungssituation, weil man ja den Leuten im Kopf deren Wissen nicht stehllen kann, ja, das führt dann dazu, dass wir eine faire Leistungssituation haben und am Markt hat niemand auch nur das geringste Interesse. Also Professor Mausfeld jagt da etwas, weil er nicht versteht, dass die Machtsucht ein Kunstprodukt ist. Ja, wie die Konsumsucht, wie die Kaufsucht, die Drogensucht, die Alkoholsucht, Zigarettensucht, das sind Kunstprodukte des Marktes. Und noch einmal, wie erzeugt denn der Markt jetzt diese Machtsucht? Anstatt des Machttriebes. Machttrieb würde ja bedeuten, das wäre im genetischen Material verankert. Aber wir haben ja eben aufgezeigt, dass es eben nicht im genetischen Material verankert ist. Ja? So, dann haben wir hier dadurch, so wird die Machtsucht erzeugt. Ja? Hier haben wir Früharzt und Frühhändler. Wahrheitsorientiert, ach, ist das toll, dass ihr in den Kommunen und mit den Nachbarkommunen ständig Sex habt und schmust und das genießt und ist das herrlich. Und dann die hübschen jungen Mädchen, die dann immer aus den Nachbarkommunen in eure Kommune kommen und mit denen ihr dann eine Hochzeit feiert sozusagen. Ja, herrlich ist das mit anzuschauen und ist das schön und das macht eure Immunsysteme stark und ihr seid so glücklich darin und glücklich.
Volk macht auch immunstark und schützt euch gegen Viren, Coronaviren und andere. Das sind die wahrheitsorientierten Frühärzte. Aber jetzt wurde ja halt der Markt erfunden und Mutation und Selektion, Variation und Selektion erzwingen es, dass mal irgendwann ein Früharzt und Frühhändler sich auch mal irrt. Und der sagt jetzt, ach, ist das eklig, widerlich, unkeusch, geht und pfui und ja, und ihr kriegt ja lauter Krankheiten, wenn ihr so engen Kontakt habt und ständig den ganzen Tag dieser Sex und all das, ist das widerlich, ekelhaft und so weiter. Und natürlich dieser Frühhändler und Früharzt, ja, der wird dann im Markt wird er dadurch belohnt, weil jetzt die Leute natürlich weniger schmusen. Ja, und was passiert jetzt? Jetzt kommt es zur Abspaltung. Ja, jetzt kommt es zur Spaltung. Ja, die Vorfahren unserer Milliardärskönige fühlen sich nicht mehr geliebt, weil alle verklemmt werden. Alle bekommen Angst vor Sex. Die Milliardärskönige bekommen ihre Belohnung nicht mehr, nämlich diese große Liebe und Anerkennung und Sex und alles, ja, und diese erhöhte Vaterschaftswahrscheinlichkeit. Das kriegen die alles nicht mehr. Also sagen die sich, naja, was will ich dann noch in der Kommune? Dann gehe ich doch raus aus der Kommune, werde selber so ein Händler und werde selber zum späteren Milliardärskönig. Und ja, und dann versuche ich halt darüber, dass ich zum Herrscher werde, also machtsüchtig werde und akkumulationssüchtig. Ich fange jetzt an zu akkumulieren, werde also akkumulationssüchtig und machtsüchtig und hole mir darüber sowas wie eine Ersatzbefriedigung für das nicht mehr gelebte, glückliche Kommunenleben. Das kommunistische Leben ist zerstört worden durch den Markt und jetzt hole ich mir das Glück eben anders wie, ne? Und das ist dann die Machtsucht, die Konsumsucht, die Kaufsucht, die Shoppingsucht, die Akkumulationssucht, ne? Und wer will es ihnen verdenken? Also ich nehme das den Milliardärskönigen nicht übel. Sie hatten keine andere Wahl. Das war die Erfindung des Marktes und niemand hat aufgeschrien, weil niemand erkannt hat, dass der Markt eben alles zerstören wird. Ja, da haben unsere Vorfahren nicht erkannt. Es hat niemand erkannt und von daher ist das alles, trägt da auch niemand die Schuld bei dem Ganzen. Ja? Ja, dann schauen wir mal weiter. Machtsucht, Machttrieb habe ich abgehandelt. Mausfeld. Kann nicht an den Anfang gehen. Deswegen ist alles falsch, was er sagt. Ja? Er kann einfach nicht an den Anfang gehen. Ja? Der Anfang war das, was ich eben geschildert habe. Bonobo-artiges Homo erectus Leben vor 400.000 Jahren mit schenkenden Männern, die Leistung bringen, die eben nicht alle gleich intelligent sind, eben, sondern wo der eine Mann eben ganz normal wie das Genom ist ein Ungleichheitsgenerator. Es gibt leider keine absolute Gleichheit in der Evolution, sondern alles ist darauf angelegt, unterschiedlich leistungsfähige Männer zu erzeugen. Ja? Und Frauen auch und so weiter. Denn auch bei den Frauen findet ein Wettbewerb statt. Da geht es darum, also fit zu sein, sexy auszusehen und gut beim Sex zu sein. Auch das ist ein Wettbewerb dann bei den Frauen. Denn sozusagen, ja, und das ist eben deren Wettbewerb. Alle haben sie Wettbewerb, alles ist Leistungswettbewerb und so weiter. Und das will halt Mausfeld wegleugnen. Ne? Ja, deswegen ist alles falsch, weil er nicht an den Anfang gehen kann. Ihm fehlt die Paläoanthropologie, die Evolutionsbiologie, ihm fehlen also noch ihm fehlen viele Fächer. Also lieber Herr Professor Mausfeld, bitte machen Sie ein Studium Universale, indem Sie die über 200... 420 Fernsehsendungen hier dieses Senders studieren, bei dem unsere Sachen veröffentlicht und dann
gibt es vier Homepages unter dem Stichwort nextscientistsforfuture.de. Ja, und da können Sie Studium Universale machen, das ja Felber für nötig gehalten hat. Nur selber hat das der Christian Felber eben auch nicht gemacht. Ne? Er redet zwar davon, hat es aber nicht gemacht. Ne? Und das ist halt der Unterschied. Bei den nextscientistsforfuture.de sind halt die Leute, die es gemacht haben und nicht nur davon geredet haben. Schluck Wasser. Ja. Ja. Was er nicht versteht, ist einfach, dass jedes Lebewesen, jedes hochentwickelte Lebewesen eine Lust-Unlust-Steuerung hat, ja? Mit Variabilität. Das ist doch ganz selbstverständlich, dass wir nicht wie die Ameisen, Bienen und so weiter festgelegt sind, auf bestimmte Reize sofort mit Reaktion zu reagieren, sondern dass wir dazwischen die Möglichkeit haben, wir sind genetisch total festgelegt. Wir sind darauf festgelegt, was uns Lust und Unlust macht. Ja? Also lieber Milliardärskönig, also sozusagen, was macht uns Lust? Alleine schon, ich glaube, das ist eine Frau, vermute ich jetzt mal. Und allein so ein hübscher Ausdruck eines solchen Gesichtes, das kaum zu sehen ist durch die Macht, das allein löst schon Lust aus und löst schon die Tendenz aus, sich solch einer Frau anzunähern und möglicherweise Sex mit ihr zu haben und sozusagen Zugang zu ihrer Eizelle zu bekommen, ja, zu ihren Eizellen zu bekommen. Ja, und das ist, alles ist bei uns genetisch verankert. Wir sind nur, dass wir eben von der Strategie her nicht festgelegt sind. Ja, also ob wir jetzt der Frau sozusagen wie bei den Bonobos Fruchtbäume schenken, um Zugang zu ihren Eizellen zu bekommen. Oder ob wir sozusagen wie ein Milliardärskönig versuchen, so eine Art Sultan zu werden und so ein Harem zu haben, wo man dann Zugang zu Eizellen bekommt. Entscheidend ist, dass auch der Sultan will ja gar keinen Zugang zu den Eizellen. Der will ja nur Lust haben. Aber das ist eben der Punkt. In unseren Genen ist ganz klar verankert, durch was wir Lust haben können. Und wenn wir das nicht haben, und leider können Menschen eben wie die Bonobos Lust, maximale Lust nur erleben in der Kommune, also im Kommunismus. Ja? Und das wäre ja dann die Hausarztkommune der nextscientistsforfuture.de mit ihrer Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, die uns alle, wo dann also in den Hausarztkommunen sozusagen sich ganz langsam oder schnell wieder kommunistisches Leben herausbilden kann, dann werden dort die Leute wieder glücklich leben und alle Probleme sind gelöst, denn wenn die Milliardärskönige wieder zu schenken, wenn unsere geliebten Milliardärskönige wieder in die Kommunen eingeladen werden und dann dort mitleben mit ihren bisherigen Familien, dort einziehen sozusagen und dann in den Kommunen total glücklich werden und wieder zu Schenkern werden wie früher, ja, wie zu Bonobo-Männer sind Schenker. Und Homo erectus-Männer waren vor 400.000 Jahren mit großer Sicherheit spricht alles dafür, dass sie auch Schenker waren. Ja? Und Schenker, dann gibt es keine Scheren mehr zwischen Arm und Reich, weil dann die Akkumulationssucht wieder beendet ist, als Ausflug sozusagen, und die Machtsucht ist beendet. Ne? Ja, und dann und nochmal zur Lust-Unlust-Steuerung. Also es ist so, dass bei uns genetisch völlig festgelegt ist, was uns glücklich macht. Und das kriegen wir leider alles nur im Rahmen einer solchen liebevollen Kommune, ja, sozusagen. Und wie wir dahin kommen, glücklich zu werden oder etwas Schmerzhaftes, besseres Beispiel ist die Unlustvermeidung, ja. Also wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir gehen nach Afrika und wissen, aha, da ist hier jetzt ein Löwe auf der Safari und wenn der die Möglichkeit hat, dann wird er mich töten, ne, und fressen. Ne? Und dann antizipiere ich diese Unlust und weil ich eben Schmerzsensoren im Körper, auf der Haut habe und überall im Körper habe, ist die Antizipation des Gebissenwerdens schon unlustvoll und dann
ist es eben so, dass wir nicht reflektorisch zurückspringen, weil das ein Reflex ist, sondern wir uns jetzt überlegen können, unser Gehirn, genau genommen macht das unser Gehirn selber, das sucht sich jetzt aus vielen Verhaltensalternativen aus. Bleibe ich im Safari-Auto, damit ich nicht gebissen werde? Mache ich das, um mich zu schützen? Nehme ich ein Gewehr in die Hand oder verstecke mich hinter den gewehrgeschützten Leuten und so weiter? Oder wie schütze ich mich jetzt vor diesem Löwen? Und dann war eine Frau, die hatte dann eben ein falsches Bild von der Welt, ein Irrtumsbild von der Welt und ist einfach ausgestiegen aus dem Safari-Wagen, um den Löwen zu fotografieren. Und schwupps kam von hinten eine Löwin. Und dann hatte die ihr Abendessen. Ne? So schnell geht das, ja. Also, aber diese Steuerung mit der Variabilität ist also bei hochentwickelten Säugetieren, das ist der Standard, ja, dass wir alle Strategiefreiheit haben, aber genetisch sind wir total festgelegt in dem, was uns Lust und Unlust macht. Und wenn jetzt jemand sagt, ich lebe als Einsiedler, ich brauche keine Kommune, ich will nicht kommunistisch leben, ich lebe als Einsiedler, dann ist das ganz klar, dass er auf ganz viel Lebenslust verzichten muss, weil seine genetische Programmierung seines Lusthormonhaushaltes im Gehirn ja nicht verändert wird durch seine Entscheidung, als Einsiedler zu leben. Ihm fehlt der Körper, also ihm, er wird einen Lustmangel erleiden, der durch wobei das ihm ja nicht viel macht. Warum macht das dem Einsiedler nicht viel? Naja, Schluck Wasser, sorry. Da er ja sowieso aufgewachsen ist in einer Marktgesellschaft, die sowieso sozusagen schon fast alle sexuelle Lust unterdrückt hat, verzichtet er ja auch nicht auf viel. Ja? Denn die langweilige Lust, die manche Menschen haben in ihrer monogamen Ehe, wo sie den Partner mittlerweile mehr hassen und deswegen mittlerweile es jetzt wegen Corona noch mehr häusliche Gewalt gibt, weil eben ja mit einem Partner sind ja Menschen sexuell unterversorgt sozusagen. Und weil sie Kommunentiere sind, kommunistische Tiere sind. Und das bedeutet eben, dass sie dann eigentlich natürlich dieses Gefängnis der Monogamie hassen. Ja, wenn sie ja gut, und wenn man sowieso unter Bedingungen des Marktes immer nur so schlechte Lebensbedingungen hat, dann kann man auch als Einsiedler leben, ohne noch auf viel zu verzichten, na, sozusagen. Ja. Also Mausfeld spricht über Demokratie, das ist völlig Thema verfehlt, Sätzen 6 müsste man da scherzhaft sagen. Ja. Demokratie interessiert überhaupt nicht. Haben Sie jetzt in dem Ganzen, was ich gesagt habe über unsere Ursituation und so weiter, jemals das Wort Demokratie gehört? Das interessiert doch gar nicht. Ja? Also was ist dann daran demokratisch? Demokratie, ja, nein und so weiter, spielt doch alles keine Rolle. Mausfeld weist ja sogar nach, dass die Demokratie natürlich nur deswegen erfunden wurde, um Frieden zu schaffen, damit es nicht zu viel Angriffe gibt gegen die machtsüchtigen und akkumulationssüchtigen Milliardärskönige. Ja? Also Demokratie ist sozusagen, das weist ja Mausfeld auch selber immer wieder auf, eigentlich ja nur eine Augenwischerei. Ja? Warum er da trotzdem darüber redet, ist mir nicht erklärlich. Die Beendigung der Macht- und Akkumulationssucht der Milliardärskönige ist das eigentliche Thema, ja? Wenn sie schon sozusagen eine bessere Welt wollen. Und die Wohlfühlstimme, ja, also ja, erstmal müssen wir den Teufel des Marktes beenden, ja, der Teufel des Marktes hier. Wir müssen also durch die Einführung der Wohlfühlstimme stoppen wir sofort den Teufel des Marktes, also lieber Milliardärskönig. Der Markt bewirkt ja, dass also alle anderen Konzerne, bei denen sie nicht Großaktionär sind, sozusagen gegen sie arbeiten. Die wollen sie ja zu maximaler Konsumsucht zu bringen, zur Shoppingsucht. Die wollen sie dazu bringen, dass sie diesen Billigmüllschrott, diese krankmachende Ernährung essen, ja, und so weiter.
Also alle Milliardärskönige, die Medizin, die will, dass sie möglichst oft operiert werden müssen und hat also ein wirtschaftliches Interesse an ihrem Krankwerden, damit sie möglichst nicht 127 Jahre alt werden und auch möglichst schnell chronisch krank werden, damit sie ständig Tabletten brauchen und so weiter und Operationen brauchen. Also alle arbeiten, liebe Milliardärskönige, alle anderen Milliardärskönige und die entsprechenden zugehörigen industriellen Komplexe haben nur ein Ziel, auch ihr Leben zu zerstören, damit auch sie maximal zum Konsumenten werden. Da wird kein Unterschied gemacht zwischen ihnen und der Masse. Ja? Für die anderen industriellen Komplexe gehören sie zur Masse und sind deren Opfer. Ne? Das ist Markt. Und deswegen müssen wir aus dem Markt aussteigen und ein erstes Ausstiegselement wäre die Wohlfühlstimme. Und das würde bedeuten, dass sie eine Stimme bekommen, so wie die Masse auch. Ja? Alle bekommen eine Stimme. Schluck Wasser. Und die Wohlfühlstimme, ganz kurz, ich mache es nur ganz kurz, weil es ist ja lang genug jetzt hier. Die Wohlfühlstimme, das bedeutet, dass sich alles umkehrt. Der sich geirrt hat und unter Bedingungen des Markts der große Gewinner war im Markt, der sich Irrende, in die Irre führende, rückt an diese Stelle, weil die Wohlfühlnoten, die er ja erzeugt, die Wohlfühlstimmen und so weiter und die Gesundheitsdaten sind ja grottenschlecht, die er provoziert sozusagen mit seinem Vorgehen. Und derjenige, die Wahrheitsorientierten, und der kann sich ja auch ändern, er kann ja die Wahrheiten übernehmen, und der wird dann zum Gewinner sozusagen. Ja, und das heißt, damit kehrt sich die ganze Sache um, damit sind wir schon mal die Marktwirtschaft beendet, ne? Ja, weil wir jetzt die Wohlfühlstimme als Korrektiv- und Beendigungsaspekt der Marktwirtschaft drin haben. Ja? So, dann schauen wir mal weiter. Also wir haben zwei Dinge, die die Welt retten, liebe Milliardärskönige. Also als erstes helfen die Next Scientists for Future Ihnen, lieber Milliardärskönig, indem sie Ihnen eine Stimme geben gegen die anderen Milliardärskönige und deren Konzerne und deren Industrien und so weiter und deren Schädlichkeit. Ja? Das heißt, sie kriegen die Macht über die anderen Konzerne. Ja? Und damit können die ihnen nicht mehr Schaden zufügen. Sie dürfen 127 Jahre alt werden, kerngesund und total glücklich. Sie dürfen auch, kriegen dann auch wieder die Erlaubnis, in Kommunen eingeladen zu werden und schauen sich das vielleicht mal an und bleiben dann vielleicht in einer Kommune und schon sind alle Probleme gelöst. Und dadurch, dass durch die Gesundheitsreform, also der Hausarzt nur dann Verdienstzuschläge bekommt, das ist übrigens auch bei der Gemeinwohlökonomie, dass die ja auch von Zuschlägen, staatlichen Zuschlägen reden für gute, gemeinwohlbilanzierte Unternehmen, aber das ist alles ein unbrauchbares Modell, habe ich ja schon aufgezeigt. Die Verdienstzuschläge kriegt der Hausarzt nur noch, wenn die Leute, die er in seinen zukünftigen Hausarztkommunen betreut und unterhält und so weiter, wenn die bessere Wohlfühlstimmen abgeben und bessere Gesundheitsdaten aufweisen, dann kriegen die Verdienstzuschläge und dadurch sind die ersten zwei Ausstiegsschritte sozusagen aus dem Markt, aus der Marktwirtschaft, aus jeder Form der Marktwirtschaft, aus der Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall ganz besonders, aus dem Neoliberalismus, ist die Wohlfühlstimme. Die rettet sie als Milliardärskönig und die Hausarztkommune ist der große Schritt zur Gesundheit und Glück. Ne? Ja, und dann geht es immer weiter mit den Reformen und so weiter bei den Next. Aber ich will ja nicht alles erklären hier.
Ja, und dann immer wieder bei Maus fällt immer wieder unangenehm das Feindbild. Also hier, liebe Milliardärskönige, also der Professor Mausfeld, eigentlich hasst er sie. Ja, also deswegen, dem sollten sie nicht zuhören. Der hat noch Feindbilder. Und wer Feindbilder hat, der ist noch irgendwie da daneben sozusagen. Ja. Ja. Dann, aber stellen wir uns vor, der Milliardärskönig lebt dann wieder in der Kommune, also sie leben dann in der Kommune, weil das dann zur neuen Normalität geworden ist und alle wieder in Kommunen leben wollen und so weiter, wollen Freiwilligkeit natürlich alles, keine Vorschriften, nichts, gar nichts, absolute Freiheit, ja. Aber dann ist es ja wieder wie bei den Bonobos, ja. Dann werden die Männer wieder zu den guten Führern ihrer Kommune zur Nahrung sozusagen und zu den guten Schenkern und den guten Führern. Und dann ist es auch nicht mehr schlimm, wenn die Lämmer wieder sozusagen hinter den guten Schenkern ihrer Gruppe folgen. Dann ist es auch kein Problem, dass die sozusagen die Lämmer der Kommunen eine Herdentendenz haben, denn es ist nämlich unter Naturbedingungen ist das nämlich völlig rational, dass man eben sagt, ich bin nicht klug genug, ich weiß nicht genug, ich bin zu dumm, ich folge den klugen Männern dieser Kommune, denn die zeigen mir den richtigen Weg zur Nahrung, ne? Und so, das ist doch ganz gut so, ja, und da ist doch kein Problem, ja. Ja, und dann, was ich vorhin vergessen habe, ja, das zur Spaltung, ja, also die Milliardärskönige haben sich abgespalten und die Verbrecher haben sich abgespalten. Die haben gesagt, naja, ich hole mir die Frauen und alles, ich hole mir das alles mit Gewalt, ne? Mit Straftaten, ne? Und so Vergewaltigungen und so weiter. Ja? Und dadurch haben wir diese Abspaltung und jetzt waren natürlich dann die Lämmer sozusagen, waren dann nur noch Freiwild. Die waren Freiwild der Machtsüchtigen und Akkumulationssüchtigen und Freiwild der Verbrecher. Ja? Und das ist das, was wir heute haben. Und Dilemma sozusagen, die schweigenden Lämmer sozusagen, das Schweigen der Lämmer. Ja, und die sind natürlich das Opfer des Ganzen. Und ja, und die einzige Ursache ist, dass der Markt gesagt hat, euer Kommunensex, dieser Sex über die ganze Region, das ist schlecht, schmutzig und böse. Und das sagt nun mal der Markt. Der Markt kann gar nicht anders, denn er muss ja das Glück der Menschen bekämpfen, um Konsumsucht zu erzeugen. Kaufverhalten ist nur zu vergrößern, indem ich den Menschen Glück wegnehme. Also musste der Markt zwangsläufig, also Marktwirtschaft muss zwangsläufig ein Glücksräuber sein. Das geht gar nicht anders. Und das können wir doch aber beenden. Wir können doch Marktwirtschaft morgen beenden. Ne? Machen wir das doch morgen. Ne? Ja. Feindbild hatte ich gehabt. Den guten Führer habe ich genannt, weil ja so, es gibt ja immer noch Leute, die Führer wollen. Und ja, man kann doch diesen Kommunismus mit maximaler Demokratie kombinieren, ne? Bei allen Belangen, die über die Kommune hinausgehen. Ne? Ja. Ja, Markt erhöht also Kriminalität, hatte ich auch. Mausfeld. Ja, sein Grunddenken ist, das habe ich aber eben schon gesagt, alle sind praktisch Genies und dann alles andere. Ja, alles andere. Ja, das ist jetzt nochmal schlimm von Mausfeld, ne? Dass er quasi ja sagt, alle Leute, die sagen, dass DNS ein Ungleichheitsgenerator ist und letztendlich auch unterschiedliche Intelligenzquotienten zu 50 bis 80% sozusagen
im großen Ganzen, das mit der Varianz ist sehr kompliziert, aber letztendlich auch auf genetischen Faktoren solche Unterschiede beruhen. Wer das behauptet, der ist automatisch ein Sozialrassist und Sozialdarwinist. Ne? Ja, und das ist einfach nur, ja, da wird die eigene Dummheit, das eigene Unwissen, wie gesagt, ich weiß nicht, wie jemand wie Mausfeld durch die Prüfung in differenzieller Psychologie oder Entwicklungspsychologie kommen konnte, mit solch einem ideologischen, weltfremden, realitätsfernen Grunddenken, ja, ist mir ein Rätsel. Also ich würde ihn niemals durch irgendeine Prüfung kommen lassen mit solch einem Unfug, ne? Geschweige denn Professor werden lassen. Ne? Aber dann spricht Mausfeld von der Status Quo-Neigung, ja, das ist leider, das haben natürlich unsere Medien im Moment, also obwohl die Wohlfühlstimme und die Hausarztkommunen für alle ein Segen wären, mal als die ersten Schritte jetzt genannt, über die man diskutieren könnte, ist es aber eben so, dass die Medien eben diese Status Quo-Tendenz haben, weil erst einmal ist es natürlich so, dass im Moment so die Milliardärskönige, liebe Milliardärskönige, natürlich ist es im Moment, wo ihr ja noch nicht keine andere Perspektive bisher sehen konntet, ist es natürlich klar, dass ihr sozusagen an die Medien die Order rausgegeben habt, keinerlei Veränderungsdiskussionen des Systems. Ne? Also Mausfeld bettelt letztendlich Dilemma an, auf Demokratie zu bestehen, aber das ist ein Scherz. Ja, Dilemma sind Lämmer, die haben gar keine Energie und nichts und kein Wissen und kein Können. Ja, die sind ja nun mal in der Kommune, in der gesunden Kommune. Ja, das Genom ist ein Ungleichheitsgenerator. Wir haben auch in der Kommune immer die Dummen, die Mitteldummen und hier die wenigen Klugen. Ja, und das ist nun mal der Naturgang der Dinge, das provoziert DNS. Und Dilemma jetzt anzubetteln, da auf irgendwas zu bestehen und gegenüber den Milliardärskönigen jetzt irgendwie auf die Demokratie zu pochen und so weiter, ist nur ein schlechter Scherz. Das geht doch gar nicht. Ja? Sie brauchen doch nur ein paar Fehlinformationen ausgestreut werden. Sieht man doch jetzt bei Corona. Wenn Corona eins zeigt, ist, dass Stanley Milgram und Solomon Asch, diese beiden Professoren, ich weiß nicht, ob Stanley Milgram ein Professor war, aber diese Wissenschaftler, völlig recht haben, der Mensch ist immer anfällig. Der braucht nur von einem Wissenschaftler im weißen Kittel, wie bei Stanley Milgram, nur die Aufforderung hier, foltern Sie den jetzt mit Elektroschock zu Tode in einem Lernexperiment, da machen viele Leute einfach mit. Und jetzt ist es halt so, dass eben irgendwie ein Wissenschaftler im weißen Kittel sozusagen gesagt hat, Corona ist der große Killer. Und dann sagen die halt, das ist ja auch eigentlich ganz natürlich für Dilemma, ja, also hier für die ganzen hier. Also Dilemma sind ja eigentlich die hier, ja. Das sind Dilemma, also der ganze linke Teil der Normalverteilung, auch in jeder Kommune, ja. Und diese Lämmer, für die ist es genetisch ganz normal, einfach zu hören, was die hier sagen und das zu befolgen. Und das sieht man ja, dass wir eine totale Hörigkeit haben. Nur ist es jetzt jemand leider, sind es Pseudowissenschaftler mit dem weißen Kittel, die wie bei Milgram sozusagen was sagen und trotzdem neigen alle hier selbstverständlich dazu, das zu befolgen. Und wie bei Solomon Asch neigen sie dazu, auch die Sichtweise, die hier vorgeben, auch identisch zu übernehmen und dabei sogar, wie bei Solomon Asch war es ja klar, wie war das, die kürzere Linie für die längere zu halten oder die längere Linie für die kürzere zu halten. Also die glauben dann auch wirklich, sie hätten nicht ein X gesehen, sondern ein U. Man kann denen also ein X für ein U vormachen, so ungefähr, ja. Und das ist nun mal das ganz Normale und dieses Anbetteln der Lämmer, die sollten doch irgendwas tun, das ist wirklich nur ein schlechter Scherz. Ne? Aber na gut, wenn solche Reden und solche Sendungen dann so einfach nur Feierabendunterhaltung sind, bleibt das ja sowieso alles folgenlos.
Ja, also war jetzt wieder ein bisschen lang, aber wie gesagt, damit ist mal wieder alles gesagt und ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute wieder. Und wie gesagt, unsere einzige Chance ist, dass das sich jetzt so schnell wie ein Lauffeuer verbreitet und sonst haben wir generell ja alle gelitten, ne? Denn ob die Next Scientist for Future.de, von denen sind viele sehr alt und so weiter, ob es die in 50 Jahren noch geben wird, steht in den Sternen und dann ist vielleicht das, was ich schon letztens ganz ausführlich gesagt habe, dass wir aus der Falle des Marktes, das Leben generell möglicherweise aus der Falle der Marktwirtschaft nie wieder rauskommt und deswegen im Elend ohne Ende, im Schrecken ohne Ende gefangen bleibt, wie in einer Teufelsspirale. Und ich vermute, dass wir jetzt mit den Next Scientists for Future.de den letzten Ausstieg, die letzte Ausstiegsmöglichkeit haben. Tschüssi, bis bald.